So, hallo zusammen und willkommen zurück. Wir sind wieder hier bei Spotted Hopfach, The Real Farmers, und ich habe es geschafft. Ich bin schon mal mit unserem LKW hier hochgefahren zu unserer Brauerei, und da werden wir jetzt einfach mal gucken, dass wir... Ah ja, hier können wir Hopfen abladen, das ist gut. Wir müssen dann mal gucken, ob wir den Weizen, die Gerste auch hier, oder ob wir da auf die andere Bahn rüber müssen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das dann schon mal hier abgeladen, und dann müssen wir wieder zurück zum Hof bzw. ins Sägewerk fahren. Dann müssen wir ja unsere Gabelstapler abholen. Das ist die nächste Tour. Mal gucken. Nee, kann ich hier nicht. Da müssen wir, glaube ich, ein Tor weiter reinfahren. Hoffen wir, dass das da geht. Ich habe ja noch nie was hier oben abgeladen. Also wir brauchen auf jeden Fall Flaschen für hier. Das wäre dann so das nächste, was wir machen müssten. Ah, hier kann Gerste rein. Wunderbar. So, da haben wir hier schon mal die Grundstoffe angeliefert. So, dann gucken wir mal. Hier irgendwie wieder rauskommen. Ist ja doch alles ein bisschen eng hier. So, ab geht's und volle Power nach Hause. Ja, ist wieder ein weiter Weg, den wir jetzt zurücklegen müssen. Das ist halt mit so der Charakter dieser Karte hier, dass wir Ewigkeiten unterwegs sind. Irgendwie fahre ich wie, als wenn ich besoffen wäre. Aber ich bin's nicht. Nein. Oh, oi, 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 oi. Enge Kurven hier. Aber wir könnten eigentlich dann gleich mal gucken, ob der Rammelsloh da unten beim LU gerade ist. Wir kommen ja da direkt vorbei. Dann könnten wir dem im Grunde einen Auftrag gleich geben für das Unkrautspritzen von unseren beiden Feldern. Wenn er nicht da ist, dann rufen wir einfach an. Wir bleiben mal kurz hier stehen. Warnblinker ist an. Gucken wir mal hier. Gabelstapler, Fass. Hallo, ist da jemand? Ist da jemand? Nö. Das ist immer nicht schön. Hier drüben, das gehört glaube ich auch noch dazu. Ach, guck mal, Seemaschinen. Grubber, mein Gott, haben die Geräte. Ja gut, als LU brauchst du das auch, aber ne, hier ist keiner. Dann gucken wir mal, ob der da ist. Toll. Es ist besetzt. Na gut, dann... fahren wir erstmal weiter. Da ist der wohl gerade im Gespräch. Oder wir können das auch anders machen. Warte mal. SMS ans LU. Rückruf zwecks
Auftragsvergabe. Ja, dann warten wir mal, ob da jemand zurückruft. Und wir können in Ruhe fahren. Wie gesagt, dann gucken wir, dass wir die Gabelstapler gleich noch abholen. Das sollten wir, denke ich mal, zeitlich problemlos schaffen. Ja, dann müssen wir mit den Gabelstaplern eigentlich auch wieder runter zur Palettenproduktion, mit dem einen zumindest. Und ja, wie machen wir das denn alles? Ja, das ist zeitlich alles so problematisch, weil wir hier so viel durch die Gegend eiern müssen. Guck mal, da sind wir schon fast in Rheinsberg wieder oben. So, gucken wir mal. Ist nicht mehr weit bis nach Hause. Ab in meinen geliebten Wald zurück. Da, oh, ich komm, der ist hier. Ich muss das lernen. Ich muss hier mit dem LKW ein bisschen weiter ausholen. Oh, jetzt stecken wir hier am Zaun fest. So, jetzt passt das. Vorsichtig, Bäume auf der einen Seite, Zaun auf der anderen. Das ist nicht gut. Hier kurz stehen. Rüber und ja, ohne Pause weiter.
gesagt, einer von den Gabelstaplern. Oh, da kommt einer. Mann, der fährt aber hier. Hallo, meine Güte. Na, wie war das? Ein Gabelstapler kommt hoch zur Brauerei, beziehungsweise eben zur Kartonproduktion. Einer geht zur Palettenproduktion runter, weil die müssen wir unbedingt anschuppen da. Das ist höchst wichtig. Ja, wieso ruft denn mich der Ding nicht an? Keine Ahnung. LU. Der nächste angerast hier. Ja, die Bauern sind hier wirklich sehr geschäftig. So, aber ich kenne doch hier diesen kleinen Schleichweg zum Händler. Das war doch hier irgendwo. Ja, der Herr Hirsch, guten Tag. Grüß Gott, hier ist nochmal der Manuel auf der Heide. Herr Hirsch, ich habe eine kleine Herausforderung. Ja. Ich würde Sie ganz gern um Hilfe bitten. Es ist so, dass der Bürgermeister sich ein wenig rumstellt, wahrscheinlich. Er fragt immer so ganz komisch, warum und wieso und ja, macht mir ein wenig Angst. Ich erkläre Ihnen das mal ganz kurz. Ich und der Herr Ramelsloh, oder wie der heißt? Blumenthal, so rum. Wir möchten ganz gerne so unseren Hof zusammenlegen, ne? Ja. Und er stellt so ganz komische Fragen. Kann das sein, dass er irgendwelche Probleme hat mit mir? Wissen Sie da irgendwas? Ob er mit Ihnen Probleme hat, weiß ich nicht. Er hat mit mir Probleme. Wobei, im Moment bessert sich das gerade wieder ein bisschen. Wie gesagt, wir hatten so ein, sagen wir mal, so eine gemeinsame Freundin, beziehungsweise er hatte eine Freundin und die ging dann zu mir rüber. Und seitdem ist er mir nicht mehr sehr wohlgesonnen, aber nein. Ja, nee, weil wie gesagt, Hofzusammenlegung und er hatte sich schon angestellt, als ich ihn gefragt hatte, wegen Waldstück und so und ein bisschen abholzen und das hätte ihm ja so nicht gefallen und hin und her und stellt sich ein wenig sehr merkwürdig an. Wenn Sie mit ihm irgendwie nochmal so Kontakt haben oder sonst irgendwas, ne, können Sie sich da irgendwie so ein bisschen, ja, sagen wir mal, für mich einsetzen? Probieren kann ich's. Ob es was bringt, wage ich jetzt mal im Moment zu bezweifeln. Weil wie gesagt, er ist nicht so wirklich wohlgesonnen mir gegenüber. Ich kann es versuchen, aber wie gesagt, versprechen kann ich Ihnen nichts. Ja. Ich habe noch eine andere Frage. Sie sind also ein bisschen alt eingesessen, ne? Ja. Oder Sie sind ja alt eingesessen. Ich habe ja hier oben diesen Hof jetzt. Und zwar geht es jetzt darum, ich bin am Überlegen, also die Hoferweiterung mit Herrn Blumenthal, das ist eigentlich so gut wie klar, wenn der Bürgermeister einen Strich durch die Rechnung macht. Aber Produktionsketten, Sie wissen, was ich meine. Also die Zuckerrübenproduktion würde ich jetzt anschmeißen. Ich kriege hier gerade Zuckerrüben ohne Ende. Jetzt ist aber die Frage, so eine Produktionskette, die hat ja auch ein bisschen was mit ihrem Hackschnitzel zu tun. Und Paletten und so weiter. Paletten machen Sie doch auch. Paletten mache ich auch, ja. Ja, und für fast jede Produktion brauchen wir da ja was. Und da kommen wir jetzt mal so, was ich vorhin immer halt sagte, dass wir da vertraglich eben halt was, ne? Deichseln können. Wie sieht das denn aus? Wie schnell können Sie denn Paletten produzieren? Bin ich gerade dabei. Ich bin gerade dabei, ein paar Fahrzeuge zur Palettenproduktion zu bringen, damit ich da überhaupt die Sachen ein bisschen von A nach B schubsen kann. Und ja, ich muss halt immer gucken, dass ich dann eben erstmal mein Sägewerk in Gang bekomme, dass da Bretterpaletten kommen. Dann muss ich die Bretterpaletten
einmal quer durch die Region da runterfahren zum Palettenwerk. Also es dauert einfach. Also es geht jetzt nicht von heute auf morgen. Also das nee, kann nee, ich das ist ganz schon klar. was sagen. Um dass ich ja ein bisschen besser stehe mit dem Herrn Bär, habe ich ihm Hilfe zugesichert. Ich bin ja gerade selber für ihn hier mit am Fahren. Also ich fahre die Zuckerrüben gerade mit ab. Und da ist eben halt die Frage, so danach, was weiß ich, in einer Woche oder auf zwei, ob sie da denn schon mit Paletten dienen könnten. Und dass ich dann der Bevorzugte wäre, der dort die Paletten direkt kriegen könnte. Das müssen wir hinbekommen. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade, wenn ich meine Klappe zubekomme, mir gerade zwei Gabelstapler gekauft, die ich jetzt eben Richtung Paletten- und Kartonproduktion fahren will. Und dann muss ich gucken, das Sägewerk läuft im Moment eigentlich ganz gut. Ich habe auch schon die erste Bretterpalette unten bei der Palettenproduktion, die muss ich eben nur noch abladen. Und dann kann das im Grunde, geht dann die Produktion los. Also wie gesagt, in kürzerer Zeit haben wir dann Paletten zur Verfügung. Okay, also wie gesagt, es geht jetzt so darum, nicht, also um nochmal darauf zurückzukommen, das ist eigentlich so mein Ding, dass ich ihm halt dann bevorzugt von Ihnen ihn halt beliefert werde. Nicht, dass Sie das dann eben halt falsch verstehen, was ich Ihnen heute früh sagte, ne? Ja, dann müssten Sie mir einfach mal sagen, wie viele Paletten Sie bräuchten, dass ich dann ungefähr so ein bisschen auch kalkulieren kann, was ich denn an Bäumen fällen muss, damit ich genügend Material einfach zur Verfügung habe. Alles, was Sie haben, melden, ich kaufe das sofort auf. Okay. Weil ich brauche ohne Ende Paletten. Sie wissen es ja selber, Produktionen verlangen viel. Und ob es jetzt auch wirklich nur bei einer Produktion bleibt, das ist ja noch eine andere Frage. Es kann ja sein, dass da eben halt noch eine dazukommt. Ich bin noch ein wenig am Überlegen. Also da werde ich mich aber dann nochmal melden. Sie können definitiv damit rechnen, dass ich Ihnen, wenn Sie haben, 100 bis 200 Paletten definitiv abkaufen werde, wenn Sie die fertig haben. Okay, wenn ich alle... Eine Bedingung muss ich stellen. Ja, klar. So, die ersten 1, 2, 3 Stapel bräuchte ich für mich selbst. Die können Sie auch. Es geht nur darum, wenn Sie die 200, lassen Sie es 20 fertig haben, ja, dass Sie mir dann immer halt sagen, keinem anderen das Angebot machen, ja, 200 Stück, hier sind die ersten, zack, na? Okay. Dass Sie dann keinen anderen das anbieten, sondern direkt mir, damit ich dann durchstarten kann. Okay, das mache ich. Notiere ich mir gleich. Also damit Sie das dann jetzt auch richtig verstehen, nicht, dass das vorhin eben halt falsch rübergekommen ist. So meinte ich das eben halt mit diesen, dass wir uns da einig werden. Ja, ist kein Problem. Gut, okay. Mehr wollte ich gar nicht. Sobald Sie da Informationen haben, melden Sie sich. Jo, das mache ich. Okay, dann wünsche ich Ihnen was. Jo, ebenso, Herr auf der Ciao. Tschüss. Ciao. Gut, das heißt, wir müssen Paletten produzieren ohne Ende. Gucken wir mal, dass wir jetzt den Stapler noch da unten abstellen. Vielleicht. Nein, muss mal gucken, ob wir das. Wir sind eigentlich schon wieder gleich fertig mit der Folge. Das ist schwierig. Wenn wir es halt zur Brauerei auch noch hochfahren. Wie gesagt, es sind einfach die Wege, die hier das Spiel ein bisschen kompliziert machen. Und dadurch, dass meine Produktion dann doch so weit verteilt sind, ist das doch sehr, sehr, sehr schwierig. Aber wir zuckeln jetzt erstmal noch mal ganz gemütlich runter zur Palettenproduktion. Da werden wir dann in der nächsten Folge einfach den Stapler abliefern. Ja, dann fahren wir halt hoch nach was ist das? Ottersbach, da wo eben das Kartonwerk ist, laden da den zweiten Stapler ab. Oder fahren wir erst zurück? Ja, da oben brauchen wir ihn eigentlich noch nicht. Ne, dann lass uns einfach den Tieflader hier unten stehen und dann einfach hoch nur mit dem Traktor zurückfahren. Ja, das machen wir. Das machen wir. Aber ich muss mal ganz kurz hier Ende schreiben.
damit die anderen Jungs auch Bescheid wissen. Und dann sage ich, wir sind erstmal für heute fertig hier mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht's, oder in der nächsten Folge geht's weiter. Oh, hier, guck mal, da kommt auch einer auf dem grünen Streifen längs gerast. Ja, toll. Nee, in der nächsten Folge geht es selbstverständlich weiter. Dann gucken wir mal, was wir dann so anstellen noch. Plan haben wir ja schon so ein bisschen geschmiedet. Wie immer, schreibt, guckt euch bei den anderen Jungs die anderen Perspektiven an. Die Links zu den Kanälen sind unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und ja, lasst auch gerne ein Däumchen da. Und wer es noch nicht hat, gerne auch ein Abo bei den anderen. Und damit, sind wir raus für heute. Morgen geht's weiter.